Ja. Ja. Doch, das ist okay hier. Es ist ein bisschen klein, wir müssen uns erstmal eingewöhnen. Aber das geht. Ja. 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 Ja, genau so ist das. Ja. Ja, nee. Die muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, die ist komisch. Die ist echt komisch. Die hat sich verändert, ich weiß es nicht. Die ist nervig geworden. Die ist irgendwie durchgedreht. Wir waren im Wald und da ist sie rumgerannt. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Inzwischen erreichen die. Ich mach das mal aus. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich muss noch was fertig machen. Was machst du denn? Ach, ich habe doch nächste Woche die Geschäftsreise und dazu müssen die Papiere fertig sein. Ach Gott. Und du hast ja auch zu arbeiten, oder? Du hast doch dein Ja, Hofbauernschaftshandy da liegen ja, und wartest ja. nur auf deinen Einsatz, oder? Nein. Diese und nächste Ja, Woche. 2 Wochen. 2 Wochen, ja. Übrigens ist unten der Türöffner, dieses Häkchen unten an der Haustür ist kaputt. Das geht immer auf von selber, die Haustür. Also man kann das nicht mehr zumachen. Ich gucke da mal bei, aber das schaffe ich jetzt nicht vor der Geschäftsreise. Man muss einfach abends dran denken, die Tür abzuschließen, so lange. Ja. Wenn wir jetzt einen Handwerker holen, dann kostet wieder ein paar hundert Euro. Und ich denke, das müssen wir die paar Tage schaffen, ne, oder? Ja, muss ja. Boah, ich bin so fertig. Die Warum? Marie, ja, die hat mich heute wieder so genervt. Also ich denke, man muss ihr einfach ein bisschen Zeit geben, sich einzuleben. Wenn die mal Freunde gefunden hat hier, also die ist noch nicht ganz eingelebt, ich denke, da wird es besser gehen. Also ich mache mir da keine solche Sorgen. Na, wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Und dir? Auch mir geht's auch gut. Schön. Hast du dich schon so weit eingelebt? Ja, eigentlich schon, ja. Was macht die Schule? Ja, eigentlich auch ganz gut. Und wie geht's denn jetzt so mit deinen Eltern? Die haben halt nicht so viel Zeit für mich und so, aber naja. Keine Zeit. Aber in der Schule, da lernst du bestimmt jetzt viele neue Leute kennen. Ja. Hörst dich nicht so begeistert an. Ja, also ich fand es halt einfach in der alten Wohnung besser. Also hier ist jetzt auch ziemlich eng. Wir haben nicht so viel Platz und mein Zimmer ist auch kleiner. Ja, und ich meine, die Stadt finde ich jetzt auch nicht gerade so schön. Ja. Bist du schon mal hier im Wald gewesen? Der ist total schön hier. Der ist auch ganz bei euch in der Nähe. Also über den Wald, da werden ganz viele Geschichten erzählt. Die gruseligste Geschichte ist, dass da damals vor ungefähr 30 Jahren was ganz Furchtbares passiert ist. Ich weiß es nicht genau. Alles, was ich weiß, ist, dass da wahrscheinlich Mord passiert ist.
Oh, warte, mein Handy klingelt. Ich muss mal eben anhalten. Hallo? Ach, hallo Schatz. Ja. Ja, ich bin heute Abend um 6 Uhr zu Hause. Tschüss. Also als wir da in dem Wald waren, da bin ich halt auch vom Weg abgekommen und da war ich in so einer komischen Hütte und da waren so komische Sachen und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob mich so jemand verfolgt. Mhm. Wir sind gerade angekommen, ich hab's ziemlich eilig. Okay. Vielleicht kannst du mir die Geschichte ja morgen früh erzählen, wenn ich dich abhole. Okay. Ja? Tschüss. Alles klar. Tschüss.